Hey, willkommen zurück zu Samal Mara. Wir müssen, mal gucken, was wir tun müssen. Sprich mit Napopo für den nächsten Auftrag. Okay. Dann gehen wir erstmal die Karotten gießen. Wollen ja, dass die schön wachsen. Die sind dann, glaube ich, auch reif, ne? Jupp. Und next. Und neu einsehen. Da müssen wir gleich nochmal gießen. Du brauchst keine bessere Hacke, du sollst sehen. So. Schnell nochmal Wasser. Oh, der Brunnen ist ausgetrocknet. Das ist ja nicht so cool. Na gut, kann man nichts machen. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen für unseren nächsten Auftrag, weil ich weiß nicht, wer Napopo ist. Ist hier irgendjemand Neues angekommen? Nicht wirklich, ne? Gehen wir einmal den Berg hoch, von da haben wir eben einen besseren Überblick. Mal schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Gucken hier. Hier hat sich nichts verändert. Die Orangen sind weg. Wer hat denn die Orangen gegessen? Die hießen auch anders, ne? Okay, ich brauche 5 Orangen als Opfergabe. Die können wir ja vielleicht mal sammeln, aber wer ist denn Napopo? Die hießen da oben, die hießen doch anders. Die hatten doch irgendwie so 2 kurze, sehr ähnliche Namen. Hä? Es hat sich irgendwie auch nichts verändert. Ist das nicht irgendwie im Boot gekommen oder irgendwas? Mal gucken, was da hinten noch liegt. Das überhaupt was ist. Ne, ist einfach nur ein dekoratives Fass. Oh, ist doch nicht nur ein dekoratives Fass. Was war das denn? Was war denn das, was wir gerade gekriegt haben? Dünger. Okay. Hier ist aber auch nichts. Ach, da. Hallo? Hallo? Bist du das Lichtlein von gestern? Hast du dich verirrt? Vielleicht verstehst du mich nicht. Bist du ganz alleine? Hast du Hunger? Natürlich. Keine Sorge, ich bringe dir einen köstlichen Saft. Bitte verhungere nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Bring der Kreatur etwas Orangensaft. Haben wir nicht Orangensaft in der Tasche oder haben wir den letztes Mal getrunken? Ich glaube, den haben wir letztes Mal getrunken, ne? Yep. Dann müssen wir wohl welchen machen. Dann mal los. Wollen die armen Kerle ja nicht verhungern lassen. Beziehungsweise verdursten, wenn wir Orangensaft machen. Genug Orangen sollten wir eigentlich in der Tasche haben, ne? Haben wir eigentlich genug gesammelt, oder? Nö, haben wir nicht. Well done. Okay. Orangen. Warum muss denn unbedingt Orangensaft sein? Kann ich nicht Brombeersaft machen? Da hinten am Baum sind Orangen. Und 2 und ich glaube, dann haben wir genug, ne? Mal kurz gucken.
Yep. Kann ich das eigentlich in der Tasche machen? Oder muss ich dafür jedes Mal zum Haus gehen? Dafür muss ich zum Haus gehen. Na gut. Zack. Ab in die Küche und Orangensaft machen. Und zurück. Also, es ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Aber ich finde, so ein bisschen intuitiver hätten sie schon machen können, wo man hin muss. Weil ich meine, der kleine Kerl da ist jetzt nicht unbedingt auffällig. Aber vielleicht ist das auch nur meine Ansicht. Hier. Ich hoffe, er ist nicht zu sauer. Ja, er hat immer ein paar Zuckerwürfel hineingeworfen, aber ich habe leider keine mehr. Brauchst du noch etwas? Ah. Kannst du sprechen? Na komm, versuch's mal. Sag Koa. Ich bin Koa. Vielleicht verstehst du mich nicht. Du verstehst mich, das ist toll. Wir müssen einen Weg finden, zu kommunizieren. Ich hab's. Du könntest etwas malen. Weißt du, wie man malt? Wenn ja, lächel mal. Irgendwo auf der Insel müssen meine Wachsmalstifte sein. Vielleicht sind sie in Jajas Truhe. Ich weiß, dass ich nicht darin herumwühlen sollte. Andererseits ist das hier ein Notfall. Finde ein paar Wachsmalstifte für die Kreatur. Okay. Auf geht's. Wieder zurück zum Haus. Und Truhe öffnen. In der Truhe sind viele Bilder, die ich gemalt habe und altes Zeug. Hier sind ein paar von Jajas alten Notizen. Hier hat sie eine Adresse und einen Namen aufgeschrieben. Salmi, Leuchtturm von Quellis? Ich habe den Namen noch nie gehört. Hier sind noch mehr Namen, aber sie wurden durchgestrichen. Pfe, egal. Mal sehen. Ah, hier sind die Wachsmalstifte. Jetzt muss ich nur noch eine Tafel anfertigen, auf der man malen kann. Vielleicht aus einer Holzplanke. Jetzt kann ich Bretter machen. Genug Holz in der Tasche? Zweimal Holz brauche ich. Okay, also Bäumchen fällen. Und zack. Zweimal Holz haben wir, glaube ich, dazu beigehabt, ne? Ja. Können wir jetzt eine Planke machen? Braucht mir nur eine? Ich hoffe. Fertig eine Tafel an. Habe ich. Okay, jetzt müssen wir noch zurücklaufen. Denke ich. Los, geh da hoch. Hi. Okay, jetzt haben wir alles beisammen. Toll. Lass mich nachdenken. Ich habe so viele Fragen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Okay, magst du Schokolade? Die wichtigsten Fragen natürlich zuerst. Okay, das ist gut. Hast du dich verirrt? Wie traurig. Weißt du, wie du wieder zurück nach Hause kommst? Das bedeutet, du weißt es, aber kannst nicht zurück? Oh nein, das tut mir leid. Warum kannst du nicht wieder zurück? Hat dir jemand wehgetan? Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden können. Oder du kannst auch hier bei mir bleiben. Wir haben keine Schokolade. Ich habe keine Schokolade. Aber ich habe so viel Orangensaft, wie du willst. Oh. Möchtest du nicht bleiben? Was möchtest du dann machen? Ich kann dich nicht auf dem Boot mitnehmen. Es fährt nicht mehr. Ich kann diese Insel nicht verlassen. Das Boot könnte ich reparieren, aber es gibt keinen Treibstoff. Die Quelle ist ausgetrocknet. Du könntest etwas wegen der Quelle tun? Dann lass uns zur Quelle gehen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Natürlich. Dein Name ist Napopo. Okay, geh zur Quelle. Ich hole den Tank. Er sollte auf dem Boot sein. Nimm den alten Tank und gehe dann zu Napopo zur Quelle. Okay.
Warum auch immer das Viech was tun kann. Okay, das war gewollt. Ich habe gerade gedacht, ich hätte versehentlich die Axt ausgerüstet und hätte das jetzt kaputt gemacht. Okay, alles ist gut. Kann ich das mitnehmen? Was kriege ich davon? Holz. Okay. Und auf zur Quelle. Die nochmal eben mitnehmen, wenn wir eh gerade hier sind. Auch wenn unsere Energie ganz schön runtergeht. Napopo. Oh toll, das war hübsch. Napopo, wer bist du? Ein Baum? Sind wir hier bei Frambo? Oh, das tut mir so leid. Das bedeutet, dass ein paar Leute deiner Familie wehgetan haben. Wir werden sie finden und dann können sie was erleben. Ich werde das Boot reparieren und dann suchen wir sie. Fertige zuerst neue Ruder an. Flicke dann die Löcher und dekoriere dann zum Schluss das Deck. Napopo, was denkst du? Lass uns Holz besorgen. Das ist ein neues Bauelement. Boot. Ein Ruder. Repariere Yayahakus Boot. Kann ich Treibstoff schon mitnehmen? Ja. Ich habe den Tank aufgefüllt. Okay. Jetzt ist die Frage. Oh. Jetzt ist die Frage, was wir für das Boot alles brauchen. Wir brauchen 5 Holz und 2 Ruder. Sind die Ruder hier auch irgendwo zu sehen? Da, Ruder. Was brauchen wir dafür? 2 Holz. Also 4 Holz. Und 2 Bretter. Okay, wir brauchen also jede Menge Holz. Na, da muss ich ja die ganze Insel abholzen. Das will ich eigentlich gar nicht. Na gut. Fangen wir hinten mal an. Ich kriege gar nicht genug von den Samen von den Bäumen, damit ich die nachpflanzen kann. Das stört mich ein bisschen. Aber erst kriegen wir eingebläut, dass wir die Balance beachten sollen. Und dann kriegen wir nicht die Mittel dafür. Ich kann ja was essen. Ich brauche ja gar nicht. So. Machen wir unseren Baum da fertig. Welchen hatten wir angefangen? Den hier, ne? Oder war das doch der andere? Okay, die werden resettet. Never mind. Okay. Ich möchte hier nicht alles abholzen. Wie viel Holz haben wir jetzt? 7, 8. Sind wir bei 11. Gucken wir mal, wie weit wir mit den 11 kommen. Wir müssen eher einmal pennen gleich. Noch einer der Fische. Wir müssen die eigentlich nicht alle abholzen, weil die ja auch die Brombeeren tragen. Okay, dann haben wir erstmal schlafen.
Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, Werkstatt. Und zwar möchte ich ein Brett herstellen. Und ich möchte noch ein Brett herstellen. Jetzt können wir. Nein, das wollte ich nicht. Zwei Ruder machen. Und jetzt ist die Frage, wie viel wir noch fürs Boot brauchen. Da, Boot. Ein Holz fehlt noch. Dann haben wir das Boot fertig. Das klingt doch gut. Ich wollte eigentlich nur die Bären haben. Aber den hier nehmen wir jetzt mal mit. Da ist das letzte Hölzchen. Jetzt sollten wir eigentlich das Boot bauen können. Yes. Hey, unser Boot ist wieder heil. Alles ist bereit zur Abfahrt. Na, Popo, bist du bereit? Aber erst muss ich nachschauen, ob ich alle Ackerfelder gegossen habe und die Muscheln am westlichen Strand aufsammeln. Ich glaube, ich sollte auch neue Bäume pflanzen. Ich bin nicht sicher, ob Nio und Nao genug zu essen haben. Und ich muss nachschauen, ob jede Seemöwe es auch bequem in ihrem Nest hat. Stimmt etwas nicht? Diese Insel braucht viel Zuwendung. Was, wenn ich weggehe und mir etwas zustößt? Ich weiß nicht, Napopo. Ich fürchte mich ein bisschen. Ich weiß, ich bin mit dir unterwegs. Aber kennst du den Ort, zu dem wir fahren? Quelis? Ich weiß nicht, wer dieses Saimi ist, der Jaja geschrieben hat. Und wir werden... Was werden wir da draußen tun? Ich glaube nicht, dass mich Jaja Haku hätte gehen lassen. Okay. Zeig mir, in welche Richtung wir müssen. Ich werde deine Anweisungen folgen. Aber ab und zu müssen wir zu meiner Insel zurückfahren und nach dem Rechten sehen. Segle nordwärts und du wirst Quelis erreichen. Okay. Muss ich den Steg erst noch bauen? Ja, muss ich. 8 Bretter. Muss ich den echt erst bauen? Kann ich nicht so ins Boot? Einsteigen. Okay. Welche Richtung sollte ich fahren? Oh, ich kann nicht in mein Inventar gucken. Ich hab vergessen, welche Richtung das war. Das wird super. Ich glaube, es war Norden. Offene See. Zack. Halt. Falsche Richtung. Ich möchte doch Richtung Norden. Okay, das ist sehr verwirrend. Ich will Richtung Norden. Wenn wir jetzt durch diese Barriere durchfahren. Dann dreht es mich einmal komplett um. Die Richtung will ich. Geil ist. Also, du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Und Boot. Napu, du hast einen sehr guten Orientierungssinn. Könntest du für immer mein Reiseführer sein? Du bist die Beste. Vielleicht könnten wir die Jajas dort drüben fragen. Kann ich hier jetzt anlegen? Hier vielleicht? Ah! Die Bootssteuerung ist nicht so intuitiv. Okay. Kann ich das Boot verlassen jetzt? Nein, ich möchte nicht die Nacht hier. Boot verlassen. Hi. Wow, ihr seid Jajas. Wovon redest du, Kind? Ich bin Nono. Ich bin Noho und das ist Caleb. Wir kennen keine Jaja. Doch, ihr seid Jajas. Ihr sieht aus wie meine Oma. Deine Großmutter ist eine... Credo? Was? Meine Großmutter ist Jaja Haku. Ich kenne keine Credo. Wir sind Credo. Bin ich eine Credo? Das ist eine gute Frage, weißt du. Vor einigen Jahren traf ich ein Mädchen, das so aussah wie du.
Sie war jung und stark. Sie schwamm sehr gerne. Sie schwamm durch zwei Meere. Sie schaffte es hinter den Sturmgürtel, wo das Meer nicht mehr Mara heißt. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff verbunden waren. Man erzählte sich, dass dort die Tintenfische Quidos leben. Halb Quido, halb Tintenfisch. Sie hatten keine Beine, nur Tentakel. Hast du dich verirrt? Ein bisschen. Das hier ist Quelles, oder? Ich suche nach einer Frau namens Saimi. Ich glaube, sie lebt im Leuchtturm. Die Flut setzte ein und ihr Sog war schrecklich. Das Mädchen schaffte es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie etwas an ihrem Fußzug. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Schließlich schaffte sie es an Land, mit letzter Kraft. Aber sie hatte überall auf ihren Beinen Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier auf Quill geboren wurdest, bist du ein Quido. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen, danke. Ich gehe zum Leuchtturm und frage nach. Gehe zum Leuchtturm und suche Saimi. Kannst jetzt über das Hauptmenü eine Karte von Quelles öffnen. Yay. Handeln. Ich habe kein Geld, das weiß ich, aber interessant. Über diesen Laden habe ich nie was Gutes gehört. Okay. Eine Raupe. Kind mit der Krabbenpost stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht einmal, was die Krabbenpost sein soll. Die Postkrabben. Sie transportieren Briefe von einem Ort zum anderen. Du hast sie garantiert schon gesehen. Sie waren bis jetzt immer äußerst effizient, bis zur heutigen Krabbengeneration. Die neuen Jungkrabben scheinen sich andauernd zu verirren. Das ist meine Generation. Wenn du die Briefe finden solltest, könntest du sie lesen, um herauszufinden, ob sie wichtig sind. Aber sind die nicht privat? Mach dir keine Sorgen, die Leute hier finden es nicht so schlimm, wenn andere ihre Briefe lesen. Außerdem, wenn nur du sie liest, ist es überhaupt kein Problem. Solange Edegan, der Bankier, die Briefe nicht in seine Finger bekommt. Warum Edegan? Er ist furchtbar neugierig. Vor ein paar Jahren war er noch ein entzückendes Kind, aber jetzt? Er ist damals auf das Festland gezogen, um zu studieren, man sagt, an einer ziemlich guten Universität. Das war die Wirtschaftsuniversität in Konte. Danach hat sein Vater hier auf der Insel die Bank für ihn eröffnet. Seitdem lebt er wie die Made im Speck. Aber das hast du nicht von mir gehört. Dieser Edegan ist ein echtes Plappermaul. Okay, ist gut. Falls ich Postkrabben mit Briefen finde, werde ich sie mir durchlesen. Ich glaube, im Moment sind 5 von ihnen verschollen. Danach sehen wir weiter. Finde 5 Postkrabben und lies die verloren gegangenen Briefe. Okay. Postkrabben also. Cool. Oh, ich mag diesen Grafikstil so sehr. Es ist so schön. Okay. Postkrabben, ja? Okay, hier kann ich nichts nehmen. Ich dachte, ich könnte vielleicht was trinken. Hier an die Häuser kann ich nicht. Hier könnte ich einen Snack kaufen. Schade. Meine Mama sagt, dass dies nur eine Verschwendung von Zeit und Geld sei. Ich sterbe, wenn ich nicht sofort eine Maracola trinke. Ja, dann kauf dir eine. Das Brummen der Motoren, wenn die Boote den Hafen verlassen, es entspannt mich. Cool. Hä, stand hier nicht eben noch? Ich glaube, das war ein Hydranten, den ich gesehen habe. Wo ist mein Zimmerschlüssel? Nein, ich möchte nicht schlafen. Okay. Mein Onkel sollte eigentlich diese Kisten ausladen, aber er ist verschwunden. Die Preise wollen einfach nicht aufhören zu steigen. Aha. Kind, kauf was oder mach dich vom Acker. Wie nett. Eh nicht leisten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Warum stehst du dann darum, wenn du keine Zeit zu verlieren hast? Auch noch. Ich muss mich gesünder ernähren. Ich schaffe das. Das sage ich mir auch jeden Monat. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, kein Apfel. Na gut. Ich darf morgen die Musikaufführung nicht verpassen. Ich bin total pleite, aber was wäre, wenn... Aber was wäre, wenn ich dieses Haus an diese Dame verkaufe?
Okay, ich weiß nicht, ob die uns irgendwie Hinweise geben, dass wir irgendwie Quests, so Nebenquests anschubsen können oder so. Was für ein hässlicher Köter. Sei doch nicht so fies, der arme Hund. Okay. Wir müssen zum Leuchtturm. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Ist aber nicht der Leuchtturm, oder? Kann ich nicht anquatschen? Den auch nicht. Ich glaube, ich nehme noch was davon. Willst du bei meiner Band mitmachen? Nee, danke. Lass mal. Kann ich auch nichts zu essen geben. Schön hier. Ich habe keine Köder, oder? Doch, ich habe die Raupe. In Wales. Okay. Ich komme jeden Tag hierher, um die Fische zu füttern. Und ich ziehe die Fische aus dem Teich. Huch, was sitzt denn da oben? Eine Eule. Ah. Ich mag Eulen. Okay. Da sind noch Mineralien. Das? Flaschen. Da ist eine Krabbe. Ist das eine Postkrabbe? Das ist eine Postkrabbe. I've stolen myself from the world and I'm waiting for sweet eternity. Die Krabbenpost stellt Nachrichten von überall auf der Welt zu. Manche davon in Sprachen, die niemand in Mara kennt. Okay. Okay, eine von fünf Postkrabben haben wir schon mal gefunden. Ist tatsächlich ein bisschen lost hier unten, ne? Kann ich die Palme? Nein, kann ich nicht. Upsa. Okay, wir müssen zum Leuchtturm. Erst über das Hauptmenü kann ich eine Karte öffnen, ne? Ah. Oh, ich dachte, ich könnte ein bisschen scrollen oder so. Geht aber alles nicht. Und die Leute. Da ist der Leuchtturm, aber ich kann auch nicht sehen, wo ich gerade bin. Vermutlich da oben in der Ecke. Ich meine, so ein Leuchtturm sollte ja eigentlich auch zu sehen sein, ne? Die sind doch immer hoch. Was ist denn da hinten? Da will ich noch einmal kurz vorbeigucken. Na, was haben wir hier? Oh, na, Coco. Was ist denn das hier? Ah, dann kann ich das Boot wieder auffüllen. Okay. Das ist cool. Okay, er setzt mich also immer dahin zurück, wo ich pennen könnte. Ich habe aber keine Münzen. Ich kann mich hier nicht schlafen legen. Aber ich könnte auf dem Boot schlafen, ne? Das ging, glaube ich. Jetzt muss ich nur zum Boot zurückfinden. Okay, das war nicht schwer. Wo haben wir denn unser Boot fachmännisch geparkt? Einsteigen und schlafen. So. Toll.
Sag mir nicht, ich kann hier nicht wieder raus. Dann ebenso. Okay. Der Leuchtturm. Und haben wir nur halbe Energie. So. Das sollte erstmal reichen. So. Der Leuchtturm. Hier ist der große Markt, den sollte ich doch erkennen. Das ist doch das da unten. Da unten ist der Steg. Das heißt, ich müsste jetzt so ein bisschen nach links rüber. Einfach hier so quer durch, ne? Also, in der Theorie. Kann ich mir jetzt kaufen, aber kein Geld. War ich hier oben schon? Da sind Mineralien. Die nehmen wir natürlich mit. Beziehungsweise Steine in diesem Fall. Da ist der Leuchtturm. Ich brauche eine bessere Hake für Blumen. Okay. So. Wir haben den Leuchtturm gefunden. Und ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Ich hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ich persönlich spiele dieses Spiel sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ja. Ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.